Neben mir steht Professor Linda Breitlauch von der Uni Trier. Hochschule Trier. Hochschule Trier, oh Gott, das will ich, Hochschule Trier. Eine ganz anerkannte Spieleexpertin in Deutschland. Jetzt waren Sie heute hier im Literaturhaus in München und haben über Serious Games gesprochen. Haben die Deutschen Angst vor Spiele? Die Deutschen haben keine Angst vor Spielen. Aber es gibt natürlich eine Generation, die mit Spielen nicht unbedingt aufgewachsen ist, die durchaus ein bisschen Angst davor haben, vor den Wirkungen, die man ja immer so gerne diskutiert in Deutschland. Also in Deutschland forschen wir im Bereich Medienpädagogik sehr viel über Wirkung, Wirkungsforschung. Das ist in der Tat ein relativ deutsches Phänomen, anstatt zu sagen, was können wir tatsächlich machen in Sachen Innovationen oder was gibt es für Möglichkeiten. Natürlich gibt es Wirkungen, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie sind in der Tendenz erstmal negativ, also konnotiert. Ne? In der Tendenz sagt man erstmal, na, wahrscheinlich sind sie eher schlecht. Jetzt gibt es ja viele Spieleinstitute mittlerweile, die aufmachen, beispielsweise SAE, Games Academy und sowas. Ist der Gamesmarkt in Deutschland, der Ausbildungsmarkt, ist der richtig aufgestellt oder müsste man noch ein bisschen mehr tun? Also Games Academy gibt es ja tatsächlich schon sehr lange. Das waren ja sogar die ersten, die überhaupt was in diesem Bereich gemacht haben mit Ausbildung im Bereich Studium. Also sprich, dass man es wirklich studieren kann. Seit 6, 7 Jahren gibt es da Studiengänge an privaten Hochschulen. Ich bin ja jetzt in der Hochschule Trier, an einer staatlichen Hochschule. Die waren auch schon relativ früh dabei, aber es fängt eigentlich jetzt erst an, sich wirklich zu etablieren an den Universitäten. Was es noch nicht gibt, was sehr bedauerlich ist, ist wirklich sowas wie eine Ausbildung. Also eine richtige Ausbildung für Spieleentwickler. Das heißt, die Leute, die in Unternehmen arbeiten wollen oder sich ausbilden lassen wollen, müssen quasi einen anderen Beruf erstmal lernen, was weiß ich, Mediengestalter oder sowas. Und dann versuchen, da irgendwie sozusagen einen Anschluss zu finden. Also da ist noch viel zu tun. Wenn ich jetzt gerade in die USA schaue, da gibt es so große Messen, jetzt nicht die E3 als Spielemesse, sondern die Wissenschaftsmessen wie die SIGGRAPH beispielsweise. Dort sind sehr, sehr viele Firmen im Umfeld und versuchen junge Leute gleich von der Schulbank aus zu begeistern für Spiele. Fehlt dieser Begeisterungswille in Deutschland oder sind wir auf dem richtigen Weg? Nee, also in Deutschland im Bereich der Branche überhaupt nicht. Da gibt es eine ganz rege Diskussion. Wie Nachwuchs gefördert wird. Es gibt viele aus der Spielebranche, die in die Universitäten gehen, in die Hochschulen oder in die Ausbildungsinstitute und wirklich die Leute früh kennenlernen wollen, weil es sonst, also wir haben ja jetzt schon durchaus ein Problem, ein Nachwuchsproblem und das wird auch noch lange nicht vorbei sein. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Also die theoretische Ausbildung und die praktische Ausbildung zusammenzubekommen, das ist eine echte Herausforderung für uns Ausbilder. Wenn ich jetzt sehe, auf Veranstaltungen, nehmen wir jetzt beispielsweise die SIGGRAPH, große Firmen, große Animationsfirmen, Softwarefirmen, haben auf der einen Seite die klassischen Architektur-Industrial-Leute, die im schwarzen Anzug rumlaufen und dann haben wir die Games-Branche, die standardmäßig in Jeans und T-Shirt rumlaufen. Haben wir denn hier einen Kulturbruch, auch innerhalb der Unternehmen? Und sind wir Deutschen vielleicht eher als alte Maschinenbauer und Autobauer auf der einen Seite zu finden? Also ja, das ist, ich musste gerade an den Satz von jemandem denken, stell dir mal vor, da kam doch echt einer vorbei im Anzug und Krawatte und hat sich bei uns beworben. Den habe ich natürlich nicht genommen. Also darum ging es natürlich nicht. Das ist schon ein bisschen legerer sozusagen in der Branche. Aber es gibt auch auf der anderen Seite natürlich Publisher, also die Spiele vertreiben, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Das ist eher auch Bereich Management. Aber warum soll nicht jedes Berufsfeld eine eigene Kultur haben? Also ich glaube, so auch dieses, was vor Jahren noch ein Schimpfwort war, nämlich der Nerd, ist ja heute mehr oder weniger angekommen. Ne? Nerd ist das neue Sexy, muss man ja mal einfach so sagen. Ne? Dank, was weiß ich, Big Bang Theory oder so, wissen wir, dass es nicht sozusagen nur die äußere Hülle ist, sondern das, was drinsteckt im Menschen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt sind wir ja heute auf einer Konferenz über Serious Games. Können Sie konkrete Spiele oder Anwendungen sagen, die für Serious Games geeignet sind, die ja in andere Bereiche reingehen, also Medizin oder sowas? Ja, also es gibt eine wirklich interessante Entwicklung von Serious Games, also Spiele, die extra sozusagen für eine bestimmte Anwendung entwickelt werden. Und das ist tatsächlich Medizin. Also da werden Spiele eingesetzt, weil sie da sehr wirksam sind. Man stellt also fest, dass sie zum Teil deutlich effektiver sind als andere Therapiemethoden im Bereich Depression, Traumatherapie, Schmerztherapie, sowas. Oder auch Motorik. Ja? Also in diesen Bereichen funktionieren Computerspiele schon hervorragend. Und das müssen noch nicht mal übrigens immer Serious Games sein. Auch Unterhaltungsspiele eignen sich häufig,
Ein Beispiel ist die Wii, die ja eigentlich wirklich ein reines Familienunterhaltungs-, nicht Spiel, sondern die Konsole letzten Endes mit den Spielen. Und man hat festgestellt, wenn man das zum Beispiel in Altersheim mal macht, einen Spieleabend und zusammen bowlt, dann können auch die Leute mitmachen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, also eben motorisch eingeschränkt sind. Dann eben sich nicht ausgeschlossen fühlen von den anderen. Oder mit dem Balanceboard, was dann dazu kam, haben sie plötzlich festgestellt, hey, das ist wirklich super Training für den Gleichgewichtssinn. Sogar so gut, dass man es tatsächlich inzwischen als Therapiemethode benutzt. Und da gibt es wirklich unglaublich viele Beispiele, entweder von bereits existierenden Spielen, die sich einsetzen lassen in dem Bereich, oder tatsächlich neu entwickelten Spielen, die wirklich ganz andere Dinge nochmal aufmachen und Möglichkeiten anbieten als andere Therapiemethoden, das bis jetzt getan haben. Richtig. Wie sehen Sie denn die Entwicklung von Spielkonsolen? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Next-Gen-Konsolen, die PlayStation 4, die Xbox, die große. Auf der anderen Seite haben wir das iPhone jetzt als große Spielkonsole. Wird dieser Markt dorthin gehen? Wir kommen ja aus der klassischen Welt der Lynx, Atari Lynx, Jaguar und so diese alten Nintendo DS-Geschichten. Wird dieser Markt der mobilen Spiele weiter wachsen, Ihrer Meinung nach? Ich denke ja. Weil Es ist ein schwieriges Feld. Mobil Spiele entwickeln ist natürlich sehr viel günstiger, erst einmal. Ne? Also natürlich auch Ausnahmen. Und der Vorteil ist, man hat es immer dabei. Und, also ist übrigens auch für Serious Games super spannend. Ja? Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, kann da eben schnell noch kleine Anwendungen machen, noch ein bisschen Englisch lernen oder was auch immer. Und muss mich nicht mehr stundenlang sozusagen mit der spielumgebenden Beschäftigung, weil die Zeit muss ich mir ja auch nehmen von der Konsole. Ich stelle die Konsole nicht an, um mal eben 10 Minuten zu spielen. Und deswegen denke ich schon, dass der Bereich auch noch weiter wachsen wird, solange es mobile Geräte gibt, die so weit verbreitet sind. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Konsolenspiele aussterben werden oder sowas. Also ich bin überzeugt davon, dass die Gamer, die sich wirklich auch intensiv mit Spielen beschäftigen, wenn ein neues Spiel rauskommt, gar nicht auf ihre Konsole verzichten wollen in Zukunft. Vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen was in Richtung PC-Markt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube eher, dass wir vom PC weggegangen sind. Aber es wird neue Formen des Spielens immer mehr geben, eben durch die Geräte letzten Endes, die das ein bisschen mit determinieren. Letzte Frage. Sie sind involviert im Deutschen Computerspielepreis. Wie ist der Stand und wo geht es hin für diesen Preis? Ja, das kann man tatsächlich noch nicht abschließend beantworten, denn im Moment finden ja Gespräche statt. Der Preis ist ja vom BKM rübergewandert zum BMWI. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen im Verkehrsministerium verortet mit diesem Preis. Also Frau Beer. In dem Fall. Frau Beer und Herr Lobrandt natürlich. Ne? Frau Beer ist sehr engagiert, was das Thema angeht. Das war sie ja schon von Anfang an und hat viel für diesen Preis gemacht. Und insofern ist das jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Das ändert aber nichts daran, dass Computerspiele natürlich nach wie vor Kulturgut sind, auch wenn sie jetzt nicht mehr im BKM verortet sind. Ich glaube, dass es große Potenziale gibt, denn der Preis muss sich weiterentwickeln. Es gab eine Menge Skandale. Am Anfang waren es Anlaufschwierigkeiten, dann waren es bestimmte politische Implikationen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass sowas jetzt nicht mehr passiert, dass sich auch die Presse sozusagen über die Gamesbranche lustig macht, was ja tatsächlich ein paar Mal passiert ist, was wirklich ein bisschen schade war, denn das ist ja nicht der Sinn von so einem Preis. Der Sinn ist, dass Menschen gefördert werden, die tolle Spiele machen, dass sie gewürdigt werden in der Preisverleihung und gewürdigt werden im Sinne von, so wie es heute Morgen auch schon gesagt wurde, wirklich auch so wie der Filmpreis als künstlerische, kreative Menschen, die viel zu geben haben und durchaus auch finanzielle Unterstützung dafür brauchen. Gerade wie wir es am Anfang gesagt haben, ne, tolle Spiele machen vielleicht für Bereiche, wo sie noch nicht erschlossen sind. Gerne noch mit mehr Fördergeldern, wir sind noch immer ganz unten. Ne? Im Vergleich zum Kino? Im Vergleich zum Film sind wir immer noch unterfördert, aber man braucht auch natürlich vernünftige Förderkonzepte für diesen Bereich, damit es nicht nach hinten losgeht. Ne? Also mehr Geld alleine führt nicht zu besseren Spielen. Man muss das schon konzeptionell überlegen. Und da sind wir in den Gesprächen intensiv im Moment, dass der Preis neu ausgerichtet wird. Und es wird er auf jeden Fall werden. Und dann können wir das wahrscheinlich so in einem Monat beantworten, ob die Mühlen sich gelohnt haben, sich hier weiter zu engagieren. Ihr Wort in Gottes Ohr, schauen wir mal. Also, herzlichen Dank für das Interview. Danke. Ja.